Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich endlich mal nach gefühlt für immer ein Q&A machen, weil ich habe es mir schon so oft vorgenommen, aber dann, keine Ahnung, hatte ich irgendwie immer so andere Ideen für Videos oder keine Ahnung, ich bin halt nie so richtig dazu gekommen, aber jetzt habe ich mir meinen Laptop geschnappt und gehe jetzt einfach mal so die letzten Kommentare durch und immer wenn ich eine Frage sehe, beantworte ich euch die dann. Weil da sind schon ein paar Fragen dazu gekommen. Und ja, let's get started. Würdest du empfehlen, 2 Jahre ins Ausland zu gehen? Wenn man die Möglichkeit dazu hat, dann würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Also wenn man jetzt nicht zu sehr Heimweh hat und alles hier super läuft, dann klar, warum nicht, wenn man die Möglichkeit hat. Dann eine sehr, sehr häufig gestellte Frage. Machst du nach deinem Auslandsjahr auch weiterhin Videos? Also ich werde auf jeden Fall nicht mit YouTube aufhören, das habe ich auf gar keinen Fall vor, weil ich liebe es einfach YouTube zu machen, das war schon so immer mein Hobby, so mein Ding. Aber ich weiß jetzt noch nicht genau, was ich für Videos machen werde, weil ich wollte eigentlich ehrlich gesagt nie so eine, keine Ahnung, so YouTuberin werden, wisst ihr, wie ich meine? Also werde ich mal schauen. Ich werde mich vor allem, glaube ich, wenn ich zurück nach Deutschland komme, so ein bisschen mehr wieder auf meine Musik fokussieren. Aber wie gesagt, man weiß so nie, was auf einen zukommt. Ich hätte auch vor einem Jahr oder so noch nie gedacht, dass ich jetzt solche YouTube-Videos drehen würde. Deswegen muss ich mal schauen, aber ich werde auf jeden Fall nicht mit YouTube aufhören. Das kann ich euch versichern. Und ja, dann eine Frage, wie alt bist du? Ich bin 15, werde aber Ende Mai, nämlich am 22. Mai 16. Und ja, dann eine Frage, die mir aus irgendeinem Grund auch öfters mal gestellt wurde, wie groß ich bin. Und ich habe mich zwar schon länger nicht gemessen, aber ich glaube, ich bin das nicht größer geworden. Deswegen bin ich 1,71 Meter groß, glaube ich. Ich wünschte, ich wäre ein bisschen kleiner. Dann eine Frage, die ich eine ziemlich gute, interessante Frage war. Wie genau schreibt man dann die negativen Eigenschaften auf, ohne dass die Familie gleich abgeschreckt wird, beziehungsweise es nicht negativ wird? Und das hat die liebe Anja Thiemens unter mein Video geschrieben mit Tipps für den perfekten Gastfamilienbrief. Naja, ich würde auf jeden Fall mit den positiven Eigenschaften erstmal anfangen und auch auf jeden Fall mehr Positives schreiben wie Negatives, aber die negativen Sachen auch nicht auslassen, aber halt auch nicht zu sehr damit übertreiben. Also sagt es einfach und zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr nicht so gut, keine Ahnung, kochen könnt, keine Ahnung, dann sagt einfach, ja, ich kann das und das sehr gut und ich bin sehr gut da drin. Kochen jetzt zum Beispiel ist aber nicht meine größte Stärke, aber dafür kann ich auch das und das gut. Also tut es einfach so mittendrin erwähnen. Und ihr müsst euch auch keine Angst machen, eine Gastfamilie abzuschrecken. Weil wenn eine Gastfamilie davon abgeschreckt sein sollte, dann ist es einfach nicht die richtige Gastfamilie für euch. Weil, wisst ihr, wie ich das meine? Die perfekte Gastfamilie akzeptiert euch und die will euch mit euren Strengths und Weaknesses, mit euren Fehlern und euren positiven Eigenschaften, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen macht euch da nicht zu sehr Sorgen. Dann hat mich jemand gefragt, was willst du denn studieren? Wie alt bist du? Willst du ein Fach wählen, wo du die Chance bekommst zu reisen? Also wie gesagt, ich bin 15. Und ich bin mir natürlich noch nicht zu 100% sicher, was ich studieren möchte. Ich habe ja noch 2 Jahre vor mir. Aber ich glaube, ich möchte Marketing studieren und ein Fach, wo ich die Chance bekomme zu reisen. Ich habe mir voll oft überlegt, ob ich vielleicht so nicht ein normales Marketing studieren will, sondern International Marketing und International Business und sowas, weil das für mich voll interessant klingt und ich glaube, damit kann man dann auch viel reisen. Also da macht man ja auch voll oft ein Auslandsjahrsemester. Und so danach, so die Jobs, die man da mitbekommt, reist man auch viel. Aber bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich machen will, weil das halt irgendwie sehr so spezialisiert ist und nicht so allgemein ist. Und man, keine Ahnung, also wie gesagt, ich bin mir noch nicht so sicher, ich bin ja erst 15. Aber sowas im Marketingbereich will ich auf jeden Fall später machen und ja. Dann hat mich jemand gefragt, ich würde auch gerne ein Auslandsjahr machen, aber ich spiele Fußball und liebe es und ich will wissen, ob man das dort auch machen kann. Klar, an den amerikanischen Highschool ist Sport ein riesengroßes Ding und da gibt es eigentlich fast alle Sportarten. Natürlich auch immer, depending on wie groß deine Highschool ist, aber Soccer, also Fußball, gibt es da eigentlich immer. Deswegen mach dir da keine Sorgen, hier in Amerika kann man eigentlich jeden Sport weiterführen und ja. Dann haben mich ein paar Leute auch gefragt, was ich für ein Programm habe, also ob ich das Classic oder das Select-Programm habe. Und ich habe das ganz normale Classic-Programm, aber mit der Staatenwahl Florida gemacht.
Und ja, ich bin jetzt auch in Florida gelandet, worüber ich voll glücklich bin. Und ja, dann haben mich ein paar Leute gefragt, ob ich die Organisation Step-In empfehle. Und ja, kann ich nur sagen, ist eine sehr gute Organisation. Die haben sich immer gut um mich gekümmert, deswegen auf jeden Fall. Dann, was mich auch ein paar Leute gefragt haben, nämlich hier zum Beispiel. Ich würde gerne ein Auslandsjahr machen, aber ich weiß nicht, in welchem Alter ich das machen soll. Mit wie vielen Jahren hast du das denn gemacht? Also wie gesagt, ich habe mein Auslandsjahr angefangen, kurz nachdem ich 15 geworden bin. Ich bin immer noch 15. Ich wäre jetzt normalerweise in Deutschland in die 10. Klasse gegangen, bin ja jetzt hier in der 11. Klasse. Und ich finde, das ist eigentlich ein perfektes Alter, das zu machen, weil ich fühle mich jetzt irgendwie nicht zu jung dafür, aber jetzt auch nicht zu alt oder so. Also ich finde so mit 15, 16 ist so ein guter Zeitrahmen, aber könnte ich mir auch vorstellen, dass man das vielleicht später macht. Jünger weiß ich nicht, ob man das dann schon packen würde, aber klar, natürlich ist es auch möglich, aber ich glaube so 15, 16 ist so ein gutes Altersbereich. Dann hat jemand mich gefragt unter meinem Führerschein-Video, bekommst du deine License denn dort noch? Das wäre mega cool. Und leider nicht, weil man braucht halt seine Permit für ein Jahr, um seine License zu bekommen. Und ich bin ja hier nur für 10 Monate, deswegen ist es leider nicht möglich, dass ich meine License hier bekomme. Aber ja, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Einfach die Erfahrung, die ich jetzt hier machen kann. Und es macht mir auch mega Spaß und deswegen lohnt es sich schon. Und ja. Dann hat mich eine Person gefragt, may you show how you recorded? Und diese Person hat mich das unter ein Cover gefragt. Und hier in Deutschland habe ich meine Covers immer so voll professionell gemacht. Also ich hatte da mein Mikro und mein professionelles Bearbeitungsprogramm. Und dann, also da habe ich mir so immer so richtig viel Mühe und Aufwand gegeben. Und hier meine ich, gebe ich mir auch Mühe, aber ich habe hier halt wirklich kein krasses Equipment, weil ich ja hier nur in Amerika in meinem Auslandsjahr bin. Und deswegen habe ich mein Cover einfach nur mit meinem Handy gedreht. Und das dann mit so einem kostenlosen Programm einfach bearbeitet. Und ich habe mir zwar Mühe gegeben, ich habe Netz dafür. Nur mein Handy benutze und wie gesagt ein kostenloses Programm, deswegen ja. Dann fragen mich Leute immer wieder, wie lange ich denn noch in den USA bin und mein Rückflug ist der 8. Juni, also ich bin noch für ein bisschen weniger wie 3 Monate hier. Oh mein Gott, scheiße, nur noch 3 Monate. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, bis Anfang Juni und ja. Dann hat mich jemand auch unter meinem Führerschein-Video gefragt, ist ein Fahrstuhlauto ein Automatik oder ein Schaltgetriebe? In Amerika fahren doch voll viele mit Automatik. Ja, also eigentlich alle oder fast alle Autos in Amerika ist nur Automatikgetriebe. Deswegen sind unsere Fahrstuhlautos auch mit Automatik. Ja, ich lerne gerade, wie man Automatik fährt, aber in Deutschland, wenn ich dann meinen Führerschein dort mache, werde ich dann wahrscheinlich mit Schaltgetriebe lernen, weil ich will schon beides können und ja. Würdest du auch mal ein Video drehen, wo du nur Englisch sprichst? Jetzt sage ich schon Englisch. Will ich auf jeden Fall nochmal machen. Also eins meiner letzten Videos war ja, glaube ich, auf Englisch. Bin mir nicht mehr sicher, aber ja. Und bald werde ich auch ein Video mit einer Freundin drehen, wo ich dann natürlich obviously auch nur auf Englisch rede. Aber klar, ich kann bald mal ein Video nur auf Englisch machen. Muss ich nur schauen, welches Video das dann ist. Ich will halt auch, dass es jeder verstehen kann. Also natürlich meine amerikanischen Freunde wäre auch cool, wenn die es dann verstehen könnten. Und ich hoffe halt, dass ihr das dann auch verstehen könnt und mich dann vielleicht auch mal Englisch reden hören können. Keine Ahnung. Also werde ich bestimmt bald eins hochladen. Dann fragen mich Leute voll oft, was mein Instagram und was mein Snapchat ist. Und mein Instagram ist Diana's Diary X, also Diana's Diary. Und mein Snapchat ist fast das gleiche, nämlich X Diana's Diary X, also mit einem X noch da vorne dran. Und ja, da könnt ihr mir sehr gerne folgen. Ich bin auf Insta und Snapchat ziemlich aktiv. Also da poste ich einfach Bilder und Videos von meinem Alltag. Und dann könnt ihr so sehen, ja, wie mein Alltag hier in meinem Auslandsjahr aussieht. Und ja. Und dann hat mich jemand gefragt, hast du überhaupt AP-Kurse? Weil es nicht so langweilig, außer du hast die einfachsten Kurse genommen. Also ich habe keine AP-Kurse, weil das wird auch mir so voll abgeraten. Also mir wurde abgeraten, AP- oder Honors-Klassen zu nehmen, weil man Auslandsjahr sozusagen einfach nur chillen soll. Aber ich habe dafür 3 oder sogar 4 Honors-Klassen und noch eine Online-Klasse dazu. Also ich habe meine 7 normalen Stunden, 3 davon sind Honors und ich habe auch noch eine Online-Klasse, die ich nebenbei auch noch zu Hause mache. Und ja, by the way, es ist jetzt so das dritte Quarter, also das dritte Vierteljahr. Also Dreivierteljahr vom Schuljahr ist jetzt zu Ende, oh mein Gott. Und ich habe jetzt wieder mein Zeugnis zurückbekommen und ich habe in diesem Quarter straight A, also nur A's, was also so das Beste ist, ist wie so eine 1. Und ja, da habe ich mich voll gefreut. Ich versuche hier
Klar sollte man während des Auslands einfach nur chillen, aber so amerikanische Schule ist ja wirklich nicht schwer und habe ich einfach versucht, gute Noten zu kriegen. Und ja. Okay, jetzt noch die letzte Frage für heute. Muss man auf einem Gymnasium sein, um ein Auslandsjahr machen zu können, oder gehen andere Schulen auch wie Realschule? Die Frage habe ich oft bekommen und Leute fragen mich auch immer, ob man jetzt richtig gute Noten braucht oder richtig gute Englischkenntnisse. Und nein, das braucht man jetzt wirklich nicht. Also man muss nicht auf ein Gymnasium gehen, da geht Realschule auch. Hauptschule bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall Realschule ist absolut kein Problem. Und euer Notendurchschnitt muss einfach nur besser wie 3,0 sein. Und ihr dürft keine 3 in Englisch in den letzten 3 Jahren gehabt haben, glaube ich. Also das kommt auch immer so von Organisation auf Organisation natürlich an, aber so ist halt meistens immer so, das Notendurchschnitt besser wie 3,0 und keine 3 in Englisch. Und ihr müsst wirklich jetzt keine Profisprachler sein, also ihr müsst wirklich kein perfektes Englisch können. Ich meine, ihr macht ja ein Auslandsjahr, um eure Sprache zu verbessern. Und natürlich solltet ihr gewisse Grundkenntnisse haben, aber bin ich mir zu 100% sicher, dass ihr die habt. Deswegen macht euch da keine Sorgen, macht euch da keine Angst. Und ja, ein Auslandsjahr können eigentlich die meisten Leute machen, so von den Noten und so jetzt her. Und ja. Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hier könnt ihr mich gerne abonnieren. Und hier kommt ihr zu meinem letzten Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.